messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all, yeah. Hallo meine Freunde des geliebten Basketballsports. Dieses Mal geht's richtig ab in diesem Vlog. Und zwar geht's darum, wie ich mich im Sommer vorbereite und wie ich sozusagen jetzt versuche, die Offseason super fit zu werden, um einen Schritt nach vorne zu machen, athletisch, aber natürlich auch basketballerisch. Und ja, deshalb bin ich mindestens einmal am Tag in der Halle für 2 Stunden, wenn nicht sogar länger, mit Krafttraining manchmal auch sogar 4 Stunden, wenn wir abends noch zocken, sogar noch mal einen Ticken länger. Also ich bin richtig am Grinden. Ich habe auch richtig viel Energie im Sommer wegen der Sonne, keine Ahnung was. Ist einfach super geil. Ich bin gerade richtig im Flow, es macht richtig Bock. Ja, ich nehme euch einfach mal mit. Ich war 2-mal im FitX mit meiner Freundin Probetraining machen. Und dann war natürlich Push-Pull-Day für den Oberkörper, kann man auch mal machen. Aber das ist nicht der Main-Focus, aber trotzdem gucken wir mal rein. Your voice is my favorite sound, yeah. I can hear you breathing when I put it down, yeah. Crazy how last weekend turned into a fling, though. All I want is your audition, can you sing for me? I want melody to take me home, please don't wait too long, yeah. Wanna hear you sing, wanna make you moan. Melody, please take me home, please don't wait too long, yeah. Wanna hear you sing, wanna make you moan, yeah. Bad little bro from the valley, that's my turf. She asked how I balance everything, I said I know my worth. She like, can I get a verse? I say, guess that all depends, yeah. Do you got some friends for my friends, yeah. Girl, I'm playing, hot damn. How you look in the mirror like that? Baby, wanna get in my bed. I ain't gonna rap when the heat wanna trap my back. Neben dem Oberkörpertraining ist natürlich viel, viel, viel wichtiger, noch an Explosivität oder am Unterkörper zu arbeiten, weil das ist natürlich für den Basketballsport viel entscheidender. Deshalb mache ich nur 1 bis 2 Mal die Woche irgendwie Oberkörpertraining und ansonsten habe ich jetzt einen Plan von Lukas Ley, der Physio hier aus Gießen. Jeder wird ihn kennen, ganz, ganz oft in Insta-Stories gewesen und so weiter, ist schon jahrelang hier. Der Athletiktrainer und der hat mir einen richtig geilen Bounce-Code geschrieben und ja. Dann sind wir den Plan einmal durchgegangen bei Lukas. Ich habe den Bounce-Code jetzt an meiner Hand und das heißt, wenn ich jeden Morgen immer in die Halle gehe und mein Individual-Training mache mit Roland, da seht ihr hier mal kurz einen Einblick. Dann versuche ich nach diesem anstrengenden Training immer nochmal den Bounce-Code einzubauen, 3-mal die Woche. 3 oder 4-mal die Woche, diese Woche vielleicht sogar 4-mal, aber eher 3-mal.
um die Explosivität zu schulen. Weil jetzt gerade ist so eine Phase, da kann man auch mal richtig, richtig Gas geben, seinen Körper richtig belasten vor der Vorbereitung. Ich bin natürlich noch mal kurz im Urlaub. Aber einfach mal einen richtigen Peak setzen, Reize setzen, damit man in der Vorbereitung nicht sofort überrollt wird, weil es so anstrengend ist. Und dementsprechend habe ich jetzt auch einfach meinen Plan durchgezogen in der Halle. Und dann sieht das so aus. Beautiful if you ask me, tend to analyze. That's a part of my thoughts that I don't glamorize. Jay-Z and Beyonce got that lemonade. Me and you was a better grade, Minute Maid. I'm from a place where they controlling that reefer, growing the teacher, lyrically colder than Keisha. Good Lord, and y'all ain't half as nice. Blogging is dead, let's enjoy the afterlife. Like a weapon, see me repping, y'all can get with. Like old school Martin, get to stepping. Fitbit, that's a sidebar. What y'all ride for? Why religion stay divided? It's people, it's no peace, just forever war. Similes about the all, life is like a metaphor. My mother and brother felt like the same year. I'm pinching myself like why I'm still here. Am I still here? Am I still here? Sick of that hurt, my smiles on the ground. Ach ja, kurzer Einschub. Ich war noch mit meiner Freundin in ihrer Heimat und da hat der FC Gießen ein Testspiel gemacht gegen VfR Großfelder und war ich natürlich am Start und wurde in der Halbzeit sogar interviewt. Hier war ein kleiner Ausschnitt. Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie kommst du von Gießen und als Basketballspieler hier zu uns zum Fußball nach Großfelder? Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Das ist meine Freundin, die hier natürlich in Kestrich lebt und natürlich auch verbunden ist mit dem VfR Großfelder, weil die Schwester natürlich auch mit dem Henning zusammen ist und ein wundervolles Kind haben. Und dementsprechend habe ich gerade Off-Season und habe mir gedacht, okay, ich guck mal vorbei, guck mir dieses Spektakel hier an und bin sehr, sehr glücklich hier zu sein. Super Wetter, macht sehr viel Spaß. Romantisch. Falls ihr euch fragt, wer diese geilen Slow-Motion-Aufnahmen aus dem Spiel macht, das ist er. Hier, Nico Gensler. Wird eingeblendet. So, Humus. Attacke. Fokus diesen Sommer, Explosivität, am Wurf arbeiten, individuell besser werden. Aber man muss natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen im Spiel drin bleiben. Und dementsprechend zocken wir noch einmal die Woche. Wurde ich jetzt eingeladen, richtig geil, mit Björn Bock-Krauser, Tim Uhlemann, Roland natürlich, Donte Nicolas aus der Pro B, Benedikt Hurudic waren da. Und noch ganz viele weitere, die ich jetzt bestimmt vergessen habe. Victor, der jetzt in Iserlohn unterschrieben hat. Macht richtig Bock hier mit den Jungs. Ist ein gutes Zocken und man bleibt einfach so ein bisschen im Game-Modus, ein bisschen in der Competition. Danke nochmal dafür. Gießen, sehr, sehr cooles Pflaster, um hier im Sommer zu trainieren. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet, ob der Plan gut war, was ihr im Sommer verbessert habt. Und jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Scrimmage, die ich euch in der Halle stelle. Könnt ihr auch mal bitte in den Kommentaren darauf antworten. Mach's gut, bis dann, euer Luis. Tschüssi. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob wir damit aus der Pro B in die Pro A aufsteigen würden, mit diesem Team, was gerade in der Halle ist. Ich glaube ja.